Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur zweiten Folge Browser Game Manager mit dem Team Cycling Cross Portal. Wir sind bei der zweiten Etappe der New Zealand Cycling Classics nach dem historischen 1-2-3 auf der ersten Etappe in unserem ersten Rennen. Ich würde sagen, wir starten direkt in die zweite Etappe. So, die zweite Etappe startet. Wir haben heute eine kleine Bergankunft, die Hügeletappe. Wir gehen direkt mal wieder in die Attacke. Diesmal schicken wir Christian Marx in die Spitzengruppe. Mal schauen, ob das was wird heute. Zum ersten Zwischensprint bei Kilometer 123 vorm Ziel. Mal schauen, ob wir den gewinnen können. Es geht gleich berghoch. Wir fangen jetzt an zu sprinten. Christian Marx gegen Peters, Kanetschki, da kommt William Blume-Levy. Wer holt sich die Punkte? Es scheint so, als ob es Kanetschki ist. Kanetschki holt sich die Punkte vor Christian Marx. Die Spitzengruppe ist mittlerweile komplett zerfallen. Es finden nur noch Attacken statt. Und die Spitzengruppe wurde eingeholt. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht im Feld. Team Vorarlberg macht das Tempo. Wir haben noch 1 Kilometer bis zur Bergwertung. Schicken Joey Timms vor. Es gibt nämlich viele Punkte hier oben. Mal schauen, ob er es schafft, bis nach vorne zu fahren. Es scheint so, als ob Joey Timms sich die Punkte sichern könnte. Machen wir ein bisschen ruhiger. Es ist sehr steil hier hoch. Joey Timms holt sich die Punkte. Lässt sich jetzt wieder zurückfallen, damit wir für Henry Ulrich den Sprint perfekt anfangen können. Es geht in den Schlussanstieg. In 1 Kilometer. Jetzt sind wir drin. Der Anstieg 8,6 Kilometer. Es wird direkt Tempo gemacht vom Team Porto. Wir fahren gerade sehr weit zurück. Woran das liegt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht, weil Iglu nicht der beste Hügelfahrer ist. Wir müssen auf jeden Fall schauen, wie wir jetzt nach vorne kommen. Es wird auf jeden Fall spannend. Vorne macht Leopard das Tempo. Wir müssen jetzt sehr viel wieder rausholen. Joey Timms übernimmt. Wir haben noch 6 Kilometer. Es flacht gleich ein bisschen ab. Da können wir vielleicht ein paar Meter gut machen. Ulek hat auch nicht seinen besten Tag. Es kostet ihm sehr viele Körner, da dran zu bleiben. Es wird auf jeden Fall spannend, ob wir wieder vorkommen. Wir nehmen die rechte Fahrbahnseite. Jetzt steht gerade das Peloton. Das ist eine gute Chance. Ulek wurde eingebaut. Es kostet ihm jetzt zu viele Körner. Wir müssen abbrechen. Schräger. Schräger ist unser Mann für die GC. Ulek fährt sein eigenes Tempo und das Ziel. Wir haben noch 2 Kilometer. Es geht nochmal gleich in den Schlussanstieg rein. Joey Timms macht einen perfekt Job. Wir holen gleich den letzten Fahrer ein. Jetzt geht's auf die letzten Kilometer. Schräger nimmt raus. Der letzte Kilometer ist angebrochen. 99. Wir fangen gleich an zu sprinten. 700 Meter, 500 Meter. Und wir fangen an mit Schräger zu sprinten. Es wird ganz knapp. Es wird ganz knapp. Wir sind kaputt. Schaffen es an die Top 3. Roland Thalmann wird sich den Etappensieg sichern. Roland Thalmann gewinnt vor Roldos Toller und Peter Schräger. Ein dritter Platz zum zweiten Mal bei dieser schweren Etappe. Mal schauen, ob Ulig noch mit dem Feld ins Ziel kommt, wie viele Minuten er verlieren wird. Also Thalmann gewinnt vor Schräger. Wir verlieren mit Ulig 40 Sekunden und sind jetzt in der Gesamtwertung Erster mit Schräger und Ulig ist immer noch Neunter. Die dritte Etappe startet. Wir werden versuchen, mit Joey Timms in die Breakaway zu gehen. Was ich immer am Anfang mache, ich schicke einfach erstmal alle Fahrer nach vorne, damit die vorne die Position einnehmen. Und ja, dann tue ich noch einen Fahrer zum Beschützen auswählen vom Leader. Diesmal ist es Schräger, nicht mehr Ulig. Genau. Übrigens haben wir jetzt schon das Saisonziel von Ulig erreicht, direkt ein UCI-Rennen zu gewinnen. Jetzt fehlt nur noch der Bundesliga Top 3 in der GC. Heute ist alles flach, steht nur eine Bergwertung an, deswegen wird die Etappe auch schnell vorbeigehen. Joey Timms ist in guter Position, es sind noch 2 Kilometer bis zur Bergwertung. Mal schauen, wer als erstes attackieren wird. Und ja, wir schaffen's. Die Spitzengruppe hat noch 50 Sekunden Vorsprung, aber wir machen trotzdem Tempo. Es sind noch 15 Kilometer zu fahren, denn unser Spitzengruppenfahrer Joey Timms ist schon kaputt. Aber die letzten 6 Kilometer sind angebrochen. Die Spitzengruppe ist zwar immer noch vorne, aber wir werden langsam rankommen. Letzten Energy Chase, jetzt kommt Benji Nasen, übernimmt für uns. Mit 99 Vollgas. Rechts kommt der Felbermeier-Sprintzug. Die Spitzengruppe struggelt schon, aber es wird ganz knapp. Vorarlberg hält rein. Vorarlberg hält rein. Jetzt kommt Schräger von uns. Unser Fahrer. Das gelbe Trikot kommt. Wir sind eingebaut mit Iglu. Wir müssen den Sprint relativ früh beginnen. Wir beginnen schon mal den Sprint jetzt, weil es ein verwinkeltes Finale ist. Ulig muss jetzt schon rausnehmen. Relativ früh. Das ist sehr, sehr, sehr früh. Es kommen auch noch ein paar Kurven. Mal schauen, was wir noch erreichen können. So, jetzt geht's zur letzten Kurve. Wir sind auf Position 5 und kommen auch nicht weiter. Es gewinnt Domagalski vor Juri Stallard und Thunarz. In der Gesamtwertung haben wir nichts verloren.
und wir sehen uns bei der nächsten Etappe. Die Topografie der vierten Etappe ist wieder flach, mit drei größeren Bergwertungen. Deswegen schicken wir wieder Joey Tim in die Spitzengruppe. Heute ist es wieder sehr schwer, in eine Spitzengruppe zu kommen. Hinten paced das Team Colloquick. Wir haben die ganze Zeit nur eine Minute Vorsprung und kommen jetzt zur ersten Bergwertung, wo wir hoffentlich mit Joey Timms die volle Punktzahl einstecken können. Wir werden blockiert. Darf doch nicht sein. Wir kommen nicht raus. Ein Glück, dass wir rausgekommen sind aus der Lücke. Weiter als 2 Minuten lassen sie uns nicht entkommen, aber es ist mir egal, denn ich will nur die Bergpunkte haben. Und die versuchen uns jetzt auch wieder zu schnappen. Das klappt perfekt, wir holen uns wieder die volle Punktzahl, sind damit auch neue Führende in der Bergwertung mit 11 Punkten Vorsprung auf Schräger. Die letzte Bergwertung des Tages steht an, die Ausreißer sind immer noch vorne, 1 Minute direkter Vorsprung aufs Feld, wir werden demnächst eingeholt. Und Joey Tim sichert sich wieder die volle Punktzahl, wir ziehen jetzt voll Richtung Finale durch. Unser Leader-Train startet wieder relativ früh, so wir haben noch 7 Kilometer Nasen jetzt von vorne. Das Wichtigste sind die Energy Gels und jetzt starten wir auch mit 99 rein. Nasen immer noch vorne, jetzt kommt wieder Vorarlberg und Felbermeier, der Sprintzüge von links. Der Wind kommt auch von links. Wir machen gerade alles richtig. Jetzt übernimmt Iglu. Es geht jetzt eigentlich nur noch leicht berghoch. Nicht schlimm. Iglu fängt an zu sprinten. Schräger übernimmt. Ulig wie immer eingebaut. Ulig wie immer eingebaut. Da vorne kommt die Zielkurve. Ulig nimmt raus. Es sind noch 700 Meter zu fahren. Regu ist vorne. Es kommt Starlat. Gate überholt Ulig. Was wird es noch? Ein dritter Platz für Ulig. Dritter Platz für Ulig. Aaron Gate vor Stallard und Henry Ulig. Das Streckenprofil ist größtenteils flach. Es gibt keine Bergwertung. Was bedeutet, dass Joey Timms im ersten Rennen für das neue Team das Bergtrikot gewinnen wird, solange er das Ziel erreicht. 20 Kilometer vom Ziel bauen wir unseren Sprintzug auf. Das Bergtrikot führt uns auf die letzte Runde von der Rundfahrt. Die letzten 15 Kilometer. Nochmal zum Genießen, gelben Trikot, voraussichtlich wird Schräger die Rundfahrt gewinnen, da er durch Zeitbonis nicht mehr einzuholen ist. Trotzdem müssen wir natürlich noch sicher vor allen Stürzen bleiben. Wir übernehmen die Spitze gegen Felbermeier mit Schormeier. Marx übernimmt von Joey Timms, der damit auch das Bergtrikot sicher gewinnt. Marx wird die verbliebenen Ausreißer voraussichtlich demnächst einholen. Es wird auf jeden Fall spannend, es sind noch 6 Kilometer zu fahren. Marx überholt die Ausreißer, jetzt übernimmt Nasen. 5 Kilometer noch. Es geht auch ums Punktetrikot mit Ulig. Wo ist Ulig? Ulig wird wieder eingebaut. Er muss da rauskommen. Ulig muss aus der Lücke rauskommen. Es ist ein großer Abstand. Er darf nicht zu viel Körner lassen. Jetzt übernimmt gleich Iglu und fängt relativ früh den Sprint an. Mit leichten Gegenwind findet Iglu relativ früh den Sprint an. Er wird eingebaut. Jetzt muss Schräger kommen. Ulig. Es scheint so, als ob Ulig von hier nicht mehr rauskommt. Iglu ist vorne. Iglu ist vorne. Er geht ein. Jetzt geht's um die letzte Kurve. Ulig kommt. Ulig gegen Gate. Aaron Gate holt sich den Sieg. Vor Joris Stallard und Josef Rogegui. Ulig wird nur Fünfter und verliert damit auch sein geliebtes Punktetrikot an Aaron Gate. Die letzte Etappe haben wir leider Gottes verloren. Aaron Gate holt sich den Sieg vor Joris Stallard und Josef Rogegui. Ulig wird nur Fünfter. Luca Iglu wird Neunter. In der GC gewinnt Peter Sträge die allererste Rundfahrt für im neuen Team. Unsere erste Rundfahrt, unser erster Sieg. Ulig wird noch 9. in der GC. Auch ein gutes Ergebnis. Die Bergwertung gewinnt Joey Timms vor Peter Schräger. Besser geht's nicht. 1-2. Sprintwertung holt sich noch Aaron Gate auf der Schlussetappe. In der Nachwuchswertung ist Peter Schräger vorne vor Henry Ulig. Teamwertung gewinnt auch das Team Zagreb Hospital. Damit haben wir fast alles abgeräumt. Somit gewinnt Peter Schräger das erste Rennen des Teams Cycle Cross Portal und holt sich neben dem Rundfahrtsieg auch noch die Nachwuchswertung. Das war's mit den New Zealand Cycling Classics in der zweiten Folge von PCM. In der nächsten Folge werden wir die 2 Eintagesrennen Gravel-Tar und Grand Prix ganz sichtbar fahren. Bis dahin, haut rein, ciao!